So, hallo an alle zur nächsten Let's Play-Folge von Skeletor greift an. Skeletor The Revenge. Ja, ich habe ein bisschen Aussprache vom Englisch, es fällt mir irgendwie auf. Selbst wenn ich einen englischen Kanal habe. Kennt natürlich keiner, werde ich auch nicht sagen. Für Tutorials, die ich aber sowieso schon einmal gemacht habe, dann kann ich es auch nochmal, oder wollte ich es nochmal in Englisch machen. Wer weiß, war ganz interessant, da ein bisschen vielleicht zum Englisch Sprachkenntnisse zu verbessern, im Aussprache zu verbessern und ähnliches. Und naja, wir waren stehen geblieben bei Streaming, legal oder illegal. Und zwar ging es ja auch noch darum dann, in dieser Entscheidungsfrage, wo war ich stehen geblieben, ob diese temporäre Datei, die eigentlich nur dort gespeichert wird, damit der Film flüssig abspielbar ist. Also es kann immer sein, dass Unstabilitäten der Internetleitung sind, so in Anführungszeichen, dass der Film nicht flüssig abgespielt wird. Deshalb wird irgendwie in einem temporären Verzeichnis so eine kurze Temp-Datei oder so gespeichert. Und jetzt war halt die Frage, ob das schon urheberrechtlich oder gegen das Urheberrecht verstößt. So rum. Und oh, Spinne. Ha, nicht nur eine, sondern zwei. Zwei am besten noch. Ja, klar. Husch. Warte. Und, oh, die ist auch schon weg, ja. Und die Sache ist die, wenn das so wäre, dann würden sämtliche, ich sag jetzt mal, Prozesse gar nicht so wirklich laufen, wie sie eigentlich sollten. Zum Beispiel, wie sieht's denn aus, wenn du zum Beispiel eine Windows-CD hast? Hast du dir normal im Laden gekauft und legst du dann auf einmal dein Laufwerk ein, so. Dann wird gestartet und dann hast du schon mal eine widerrechtliche Kopie zum Beispiel dieses Programms auf deinem Monitor zum Beispiel angezeigt. Es wird ja auch dann eine Kopie im RAM gemacht von dem Programm, die gerade läuft. Zum Beispiel Minecraft. Minecraft läuft jetzt hier. Und von dem Minecraft im Spiel habe ich jetzt eine Kopie im RAM oder so ähnliches gemacht. Also der Semper-Video, also Kanal von Semper-Videos empfehlenswert, die haben das ein bisschen besser erklärt als ich jetzt. Jedenfalls, oder Windows, da hast du schon mal, im Boot-Menü oder irgendwas drin, oder im Boot-Prozess so rum, da hast du auch schon eine Kopie erstellt, da war noch mal eine und da noch eine, da ist auch schon wieder drei Kopien am Ende gehabt. Weil du liest ja von der Datei, das wird dann, von der CD, und das wird dann irgendwo noch so gespeichert auf dem PC, und jetzt laden sich alle Chunks neu. Jedenfalls ist so ein bisschen schwer mal nachzuvollziehen. Da kann man sich jetzt drüber kloppen, drüber fachsimpeln, so in der Art. Aber dann würden zum Beispiel, oder wenn ihr euch ein Video auf YouTube anschaut, wo werden alles Kopien gemacht? Das geht ja über verschiedene Provider und was weiß ich, bis das Video bei euch ist, dann ist es schon über 7 oder 8 Eckstellen drüber gelatscht. Das geht ja nicht direkt zu euch. Ihr habt ja auch irgendwo euren Internetanschluss, der wird dann, was weiß ich wo sein, bei eurem Anbieter, und da muss das ja auch drüber laufen. Das heißt, dort wird wiederum Kopie erstellt, und dann wäre es ja auch schon wieder illegal, wenn es eine legale Datei wäre, die du anziehst, weil da ja auch wieder ungenehmigte Kopien gemacht werden und so. Irgend so wie eine Art war das erklärt. Ich möchte da jetzt nicht meinen Senf zu abgeben, weil ich glaube, dass das nicht so ganz professionell ist. Wie gesagt, bitte dann die entsprechenden Kanäle beobachten. Viel zu erzählen gibt's da hier drüber, aber im Endeffekt, muss man da irgendwie dann wohl bessere Einzelnachweise nachschauen, als das jetzt von mir zu hören. Jedenfalls grob und durcheinander quer durch die Bank, wenn man sich einen Kinofilm auf YouTube anschaut und angenommen hier hast, ich weiß nicht, ich glaube Semper-Video nimmt nur das Beispiel von Ritter der Kokosnuss oder irgendwas in der Art. Ist hier irgendwie drauf komplett und das dürfte man sich da doch dann anschauen. Aber die das hochgeladen haben, die dürfen das dann wiederum nicht. So. Soviel zum Thema Urheberrecht und alles mögliche. Streitereien ohne Ende. Dieser Kampf wird auch nicht beendet werden. Das wird noch ewig so weitergehen. Was auch ewig so weitergehen wird, ist das ewige Spitzhacken und Schaufeln erstellen von mir. Muss ich gleich nochmal zurückgehen. Und gut, ich glaube, das Thema wollte ich auch nicht weiter jetzt nochmal ansprechen. Da kann man sich drüber streiten, wie man will. Man kann so viel falsch machen, egal was. Selbst wenn ich jetzt drüber rede, gibt es wohl einiges, was da jetzt wieder nicht ganz korrekt ist und wo ich wahrscheinlich jetzt am besten noch irgendein Gesetz gebrochen habe. Oder ähnliches. Glaube ich nicht, aber ich sag mal so, eigentlich sind wir alle relativ gutmütig und versuchen kaum jemanden zu schaden. Sagen wir es mal so. Können wir uns darauf einigen? Wir sind alle sehr friedfertig und wollen keinen irgendwie ans Leder oder irgendjemanden in den Ruin treiben oder sonst irgendwas. Das Leben ist so vielseitig, man kämpft sich immer so ein bisschen durch. Und es gibt auch, glaube ich, wesentlich größere Probleme als solche Rechtsstreitfragen über Urheberrechte und ob man sich das anschauen darf und nicht in der Welt. Könnte ich ja, wie gesagt, das Thema Krieg und Frieden alles mögliche ansprechen. Jetzt kommt gerade jemand durch die Tür rein, stopp.
Und ich bin wieder zurück. Boah. Ich glaube, das Klopfen hat man gehört. Ich habe gerade mal die Aufnahmen geguckt. Das müsste man leicht hören. Jedenfalls dieses, ah, du machst jetzt das und das. Ich habe dir das Internet abgeschraubt und wehe, wehe. Ja, 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 ne? Manchmal wohnt man halt dann doch lieber besser ganz alleine. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich kein Internet habe. Ich war ja hier, warte mal. Ach so, Skin müsste noch drin sein. Ja, Skin ist noch drin. Ich war ja schon gemütlich am Aufnehmen, dann brauche ich ja kein Internet. Und dann ist mir das gar nicht aufgefallen. So, hieß es ja, ah, hier, los, komm, los, zerreiß die Kartons, sonst hier, Papier, Abfall, ne, und dann hier, los, mach, mach, mach. Sonst hier, Internet abgedreht und da und blub, und ziehen mal einen Stecker vom Router, wenn sie das von mir wollen. Und wenn du dann irgendwas machst, ist es immer ein bisschen blöd. Ja, ja, ja. So, willkommen bei Spark at Home. Katastrophales Desaster jeden Tag, von morgens bis abends. Immer so ein Zirkus hier, oh mein Gott. Am liebsten alleine wohnen wäre dann doch gar nicht mal so schlecht, manchmal denkt man sich. Jedenfalls aus sämtlichen Themen rausgeschmissen, aber jetzt gerade völlig egal. Ich brauche erstmal hier Melonen und wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich noch das Zuckerrohr mit abernten. Am besten einmal komplett durch und alles abhäckseln. Eventuell mal eine größere Zuckerrohrplantage anlegen. Oder wie wäre es denn mal damit? Wer hätte denn mal Lust? Wie machen wir das am besten, oder? Oder soll ich? Oder doch, könnte ich ja eigentlich mal machen. Pass mal auf, doch, mache ich gerade mal. So, komm, hier, da. Hier nochmal ein Wasserkram rein. Wenn ich jetzt schon mal hier bin und dran denke, dann mache ich das auch. Machen wir halt mal hier wassergrabenmäßig was. Ich habe keine Schaufel mehr, die ist leider schon kaputt gegangen. Trotzdem erhöhen wir einfach mal unseren Zuckerrohrbestand. Und zwar brauchen wir sowieso, wenn ich dann noch Bibliothek anlegen will, anlegen will im, da, Tempel, so rum, Tempel ist es ja. Puh, Erde, ich habe zu viel, glaube ich, weggetan. Erde, 17, reicht das? Da. Ja, müsste reichen, eventuell. Da. So, gut, schickt uns dann hier nochmal. Und, joa. Da nochmal was weg, oder? Doch, die ist gut. So, das heißt, hier jetzt nochmal Zuckerrohr neu anpflanzen. Hier drüben nochmal ernten. Und natürlich noch den Wassereimer rausholen und dann den Graben auffüllen, weil ohne geht's ein bisschen schlecht, glaube ich. Da habe ich Wasser. Fackeln erstmal raus. Und Zuckerrohr erstmal in die Hand und das da weg. Feuerzeug kann ich wieder wegtun, brauche ich ja eh nicht mehr gleich. So, und dann auffüllen. Da einmal, so. Und dann jetzt hier einfach weiter so ziehen. Theoretisch braucht man, glaube ich, gar nicht komplette Wasserblöcke. Es wird auch schon so ein kleiner Fluss reichen, um das zu bewässern, aber egal. Egal, wir machen es einmal komplett. Sieht halt optisch besser aus. So, dann Zuckerrohr. 1, 2. Oh, Fail. Kann man ja noch größer machen, als sie eigentlich normalerweise sind. Oder? Warte. Dirt. So. Ja. So, ich habe das Killer-Zuckerrohr jetzt. Warte mal, mal kommen. Übertreiben wir noch ein kleines bisschen, wenn wir schon dabei sind. So, 1, 2, 3. Zack. So, übertrieben. Genug jetzt, ne? Nein! Oh. Verdammt. Das Ding brauche ich jetzt nochmal eiskalt auf, ohne Scheiß jetzt. Ich habe gerade irgendwie Crazy Spark-Anfall. Ihr kennt ja das Skin. Von mir den Crazy Spark-Skin. Minecraft-Skin, den müsste ich vielleicht mal irgendwann mal wieder reinmachen. Wenn ich gerade mal Lust habe oder so. Ich habe ja auch noch einen Weihnachtsskin, den habe ich auch. Aber du hast einen Spark mit Bommelmütze. Puh, so. Na, wie sieht's aus? Mega Zuckerrohr. Oh je. Ja, ja, man ist ab und zu mal zu Scherzen aufgelegt, so. Lassen wir es mal wachsen, so rum. Nicht mal maxen, sondern mal wachsen. Das sind immer so Versprecher teilweise mittendrin, ja, ja. der Killer-Zuckerrohr. Da müsste ich jetzt eigentlich noch ein Schild dran hängen. Achtung, Gentechnik. Das mache ich jetzt gerade mal. Ohne Witz jetzt. Achtung, nee, ohne Scheiß jetzt. Das mache ich gerade mal. Nee, jetzt mal Zäun. Ich brauche hier, da. Warte. So. Und, so. Und dann tue ich mal einen Stick hier weg. So. Schild nehmen wir gerade mal und direkt davor oder so schräg. So schräg, komm so. Achtung. Gentechnik. Eins weiter runter noch, komm hier so.
Gentechnik. Okay, ja, doch, ja. Ja. Sorry, musste jetzt gerade mal sein. Ab und zu kann man ein bisschen Bullshit machen, ja genau. Einige meinten ja, ich wäre eher so der seriösere Let's Play, deshalb schauen sie mir zu und wegen solchem Scheiß, hey, Spark hat einen Witz gemacht oder so, sagt, hey, gleich deabonnieren und sowas. Natürlich, oder ich habe einen Kommentar gelesen, hat natürlich dann geschrieben, hey, nein, gleich, nee, Spaß. Dahinter, ja, warum denn nicht? Ist das jetzt hier schon wieder so ein Grund, dass es schlecht gemacht wird, wenn ich mal so einen Witz mache oder so ein bisschen Scheiße in Anführungszeichen? Muss ja auch irgendwo sein in der Art. Gehört hier irgendwie dazu, sonst ein bisschen Witz muss sein, ein bisschen Schwachsinn muss sein, ein bisschen Crazy Spark muss auch sein, das gehört dazu. Wenn man gerade Lust hat, dann muss man das machen. Ich bin ja auch nicht der übelste Depri-Typ, der jetzt die ganze Zeit keinen einzigen Witz macht auf Teufel komm raus, so ist ja auch nicht. Bisschen muss immer mal sein. Ein bisschen bekloppt ist jeder und manchmal muss man es rauslassen. So, genau. Gut, das war jetzt Gentechnik Spark da oben. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Let's Play-Folge und tschüssen.